Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dass es sich um ein hochsensibles Thema handelt, ist klar. Deswegen debattieren wir das auch hier sehr leidenschaftlich. Das ist in Ordnung. Nicht in Ordnung ist allerdings, wenn man wenig differenziert. Ich meine, das verstehe ich, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken. Differenzierung eignet sich ja auch nicht für Ihre Propagandazwecke. Deswegen sehe ich Ihnen das nach. Aber Fakt ist, dass Rüstungsexporte generell Einzelfallprüfungen zugrunde liegen. Sie müssen jeden USB-Stick, auf dem sich Geschäftsunterlagen, Baupläne oder Sonstiges befindet, jede Patrone, Kollege Wilsch hat schon gesagt, muss genehmigt werden. Beide Anträge befassen sich damit, Rüstungsexporte zu beschränken. Allerdings haben beide Anträge unterschiedliche Qualität. Das möchte ich den Kolleginnen und Kollegen der Grünen zugestehen. Aber in der Zielsetzung lehnen wir natürlich beide Anträge so ab. Die Linke wollen Rüstungsexporte komplett verbieten. Wenig nachvollziehbar. Kann man so vertreten, die Meinung? Das ist ja gutes Recht. Ich teile diese Meinung nicht. Dann müssen Sie nämlich sich auch über die Konsequenzen im Klaren sein und hier darüber diskutieren. Wie sieht es dann aus mit bestimmten Schlüsselindustrien in unserem Land? Wie sieht es aus mit der dann stattfindenden kompletten Abhängigkeit von anderen NATO-Partnern, beispielsweise USA? Wie sieht es aus mit der Unterstützung von Ländern im Kampf gegen den internationalen Terrorismus? Da hilft eben kein Stuhlkreis, da muss man eben manchmal auch zu anderen Mitteln greifen. Kollege Brux, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Liebig? Ja, natürlich. Melden. Vielen Dank, Herr Kollege Post, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie wollen ja mehr Differenzierung, und dann will ich Ihnen Gelegenheit dazu geben. Ihr früherer Parteivorsitzender und Wirtschaftsminister, der zuständig war für die Genehmigung von Rüstungsexporten, hat am Anfang der letzten Wahlperiode gesagt, er wünscht sich eine restriktivere Rüstungsexportpolitik. Am Ende der Wahlperiode mussten wir feststellen, dass es die Wahlperiode war seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wo die meisten Waffenexporte genehmigt wurden. Wie bringen Sie das zusammen? Ganz einfach, da helfen die Grundrechenarten. Wenn 2015 7,86 Milliarden Euro Rüstungsexportbericht aufgetaucht sind und im Jahre 2017 6,24 Milliarden Euro, dann kapiert eigentlich jeder, muss man die Grundrechenarten beherrschen. Für mich hat da eine bayerische Volksschulklasse ausgereicht. Manche brauchen den Deutschen Bundestag dazu, dass das weniger ist. Und im Übrigen, wenn 50% die Kleinwaffenexporte reduziert worden sind, dann weiß auch jeder, dass 50% die Hälfte vom Ganzen ist, also weniger. Im Übrigen, die Genehmigungszahlen an sich sagen noch sehr wenig aus. Wenn man sich die 7,86 Milliarden im Jahr 2015 anschaut, dann muss man nämlich sagen, dass da 4 Tankflugzeuge an Großbritannien, also NATO-Partner, unkompliziertes Rüstungsgut enthalten sind. Und im Übrigen im Jahr 2015 zudem bei den 7,86 Milliarden 1,6 Milliarden Euro Panzer an Katar, die von der Vorgängerregierung, an der die SPD nicht beteiligt war, genehmigt wurde, wir auch nie genehmigt hätten. Und im Übrigen ein U-Boot, der Kollege Wilsch hat es gesagt, an Israel enthalten ist, das wir heute genauso wieder genehmigen und ausliefern würden. Das ist die Tatsache. Und wie gesagt, nochmal 50% Reduzierung von Kleinwaffenexporten in der letzten Periode und jetzt im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir an Drittländer überhaupt keine Kleinwaffenexporte mehr liefern. Das nenne ich Reduzierung. Sie sehen es scheinbar anders, ist ja gutes Recht, kann ich aber nicht nachvollziehen. Auch auf die Türkei will ich gerne eingehen. Die Türkei ist und bleibt ein NATO-Partner, auch wenn wir bestimmte innenpolitische Vorgänge in der Türkei selbstverständlich mit Sorge betrachten. Allerdings haben wir auch ein Interesse, dass die Türkei ein NATO-Partner bleibt. Und es kann nicht in unserem Interesse liegen, dass die Türkei künftig von Russland beliefert wird. Was bedeutet das in der Konsequenz für NATO? Ja klar, die wollen sie abschaffen, ist mir klar, hat jeder verstanden hier. Aber uns sind auch künftig NATO-Gemeinschaftsprojekte wichtig. Wir müssen beantworten, was es für die deutsche Rüstungskooperationsfähigkeit bedeutet. Und natürlich geht es uns auch darum, dass Deutschland künftig in diesem Bündnis auch als verlässlicher Partner dasteht. Der Antrag der Grünen ist etwas differenzierter, das möchte ich zugestehen. Jedenfalls, sie suggerieren aber auch, die Zwischenfrage hat jetzt da meine Bemerkung vorweggenommen, aber ich kann es gerne noch mal zur Klarheit wiederholen. Sie suggerieren, dass unsere Rüstungsexportkontrolle
nicht effektiv wäre und dass die Bemühungen um die Rüstungsexportreduzierungen nicht erfolgreich wären. Hier möchte ich noch mal auf die Zahlen eingehen. 7,86 Milliarden im Jahr 2015. Nochmal sind vier Tankflugzeuge enthalten. Zum Vergleich 6,24 Milliarden Euro im Jahr 2017 ist eine deutliche Reduzierung. Und vor allen Dingen muss man auch mal sehen, was verbirgt sich denn hinter den einzelnen Rüstungsgütern. Es ist auch, wenn wir eine Splitterschutzweste liefern, wenn wir ein gepanzertes Auto liefern ans Kinderhilfswerk, das alles sind Rüstungsexporte. Also hier bitte ich auch um mehr Differenzierung in der Debatte. Kollege Post, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Lechter natürlich aus der FDP? Natürlich. Kollege Post, Sie haben ja gerade eben zur Kenntnis gegeben, dass die böse Bundesregierung vor der letzten großen Koalition, nämlich die Schwarz-Gelbe, die Rüstungsgüterexporte so nach oben getrieben hat. Ist Ihnen bekannt, dass die letzte Bundesregierung weitaus mehr exportiert hat, als das die Schwarz-Gelbe getan hat und das zu Zeiten von Schwarz-Rot nach oben gegangen ist? Ja, ich gebe auch Ihnen da gerne die diesbezügliche Nachhilfe. Es geht nicht um die dann stattfindenden Exporte, es geht um die, um den Zeitpunkt der Genehmigungen für diese Exporte. Ah, und in diesem Fall trifft eben der Genehmigungszeitpunkt auf die Periode, in der Sie mit Schwarz-Gelb regiert haben, ohne die SPD. Deutschland hat eines der restriktivsten Rüstungskontrollregime der Welt. Wir sorgen dafür, dass es auch so bleibt. Wir werden keine Kleinwaffen mehr, ich wiederhole mich zum zweiten oder dritten Male, mehr an Drittstaaten exportieren. Wir haben eingeführt Post-Shipment-Kontrollen bei Kleinwaffen. Und natürlich werden wir auch mehr Mittel für den Personalaufbau, für den Personalbestand, weiteren Aufbau für das zuständige Bundesamt BAFA zur Verfügung stellen, um auch hier eine effektive Rüstungsexportkontrolle zu gewährleisten. Natürlich müssen wir aber auch die europäische Komponente berücksichtigen. Uns ist nicht geholfen, wenn wir nichts mehr exportieren, aber andere europäische Länder das gleiche Rüstungsgut sehr wohl. Hier müssen europäische Regelungen gefunden werden. Das ist in unserem Interesse. Ich möchte noch mal betonen, dass wir selbstverständlich zu unserer Bündnisverpflichtung stehen, dass wir ein verantwortungsvoller und zuverlässiger Partner sein wollen, dass wir Rüstungsexporte so restriktiv handhaben wie kein anderes Land dieser Welt, möchte ich schon fast sagen, und dass natürlich gleiche Standards für alle in Europa gelten müssen. Darauf wird die SPD ihre Bemühungen richten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die FDP-Fraktion hat die Kollegin Sandra Weser das Wort.